Hallo, mein Name ist Anna Margarians vom Fotoplanet-Team. Schlummern Ihre Fotos immer noch auf der Festplatte oder Speicherkarte? Da sind die zwar gut aufgehoben, aber schauen Sie sich die Fotos regelmäßig an? Für mich gibt's nichts Besseres als ein selbstgestaltetes Fotobuch. In dieser Videoreihe zeige ich Ihnen, wie Sie mit unserer Software das perfekte Fotobuch gestalten. Der Vorteil unserer Fotobücher ist unter anderem, dass die Bilder auf echtem Fotopapier belichtet werden, also nicht gedruckt. Dadurch sind die Farben viel schöner, kontrastreicher und natürlicher. Durch die UV-Beschichtung bleichen die Bilder auch nicht so schnell aus wie bei einem Druck. Der zweite Vorteil, wir haben hier eine schöne flache Bindung. Dadurch kann man Bilder auch problemlos mittig platzieren. Außerdem verzichten wir auf einen Herstellerlogo-Druck, sodass die Produkte einfach hochwertiger werden. Wir gehen auf unsere Homepage. Das ist foto-planet.de. Oben in der Leiste ist es der zweite Punkt, Fotoservice. Und hier gleich der erste Punkt, dein Premium Pro Fotobuch. So. Sobald wir hier drauf gedrückt haben, sehen Sie es gleich schon, Sie können die Software entweder für Windows oder für Mac runterladen. Wählen Sie einfach das dementsprechende Betriebssystem aus, klicken drauf und schon wird die Fotobuchsoftware heruntergeladen. Sobald die Fotobuchsoftware heruntergeladen wurde, findet man sie in den meisten Fällen im Download-Ordner. Hier kann man diese dann einfach öffnen und installieren. Wenn die Fotobuchsoftware installiert wurde, öffnet sie sich automatisch und schon kann man loslegen. Sobald man die Fotobuchsoftware geöffnet hat, sieht man auch gleich schon, dass man nicht nur Fotobücher bestellen kann, sondern auch Fotos, Karten, Wandbilder, Poster, Kalender, Fotogeschenke oder Businessprodukte. Ich klicke jetzt mal auf Fotobuch. So, und hier sieht man auch die verschiedenen Arten von Fotobüchern. Zum einen das klassische Fotobuch, das ist ein Hardcover-Fotobuch, sprich mit einem harten Einband. Das hat normales, also echtes Fotopapier, welches belichtet ist. Dann gibt es das Fotobuch XT. Das XT steht für Extra Thick, also extra dick. Das ist ebenfalls auf Fotopapier belichtet. Die Innenseiten sind aber auf kartonstarkem Trägermaterial kaschiert, sodass die Seiten dicker sind. Dann gibt es das Softcover-Fotobuch. Das ist einfach ein Fotobuch mit einem weichen Einband. Und das Fotoheft ist ein kleines Spiralbüchlein. Hier sind die Seiten jedoch gedruckt, nicht belichtet, aber es ist trotzdem ein schöner, hochwertiger Sechsfarbdruck. Optional zu den Fotobüchern gibt es eine Geschenkbox, die man dazu bestellen kann, in Anthrazit oder Weiß. Diese ist innen perfekt nach dem Fotobuch ausgeschnitten, also nach Dicke und nach Größe. Diese wird dann eben mit dem Fotobuch geliefert, ist schön als Geschenk geeignet oder zum Aufbewahren. Ich wähle jetzt mal das klassische Fotobuch aus. So. Und hier sieht man auch gleich die Formate. 15x21, das ist DIN A5 hoch. 19x19 ist das quadratische Buch. 21x28, DIN A4 hoch. 28x19, das ist DIN A4 quer. 28x28 und das größte Fotobuch 42x28. Sobald man ein Format gewählt hat, kann man das Cover bzw. den Umschlag wählen, die Coverwattierung, die Innenseitenoberfläche, eine Geschenkverpackung und die Seitenanzahl. Sobald ich ein Fotobuchformat ausgewählt habe, kann ich hier ein Cover bzw. einen Umschlag wählen. Es gibt eben die Standardoberflächen, glänzend oder matt. Oder in Lederoptik, Leinen, Metallic oder Holzoptik.
die Coverwattierung, unwattiert oder wattiert. Und bei den Innenseiten kann ich zwischen glänzend und matt wählen. Unsere Fotobücher haben zwar kein Herstellerlogo, trotzdem ist produktionsbedingt ein kleiner Barcode auf der Rückseite. Diesen kann man aber auch gegen kleinen Aufpreis entfernen. Hier kann man noch die Geschenkverpackung dazu buchen, wenn man möchte. Und dann kommen wir auch schon zur Seitenanzahl. Bei einem Hardcover-Fotobuch sind es mindestens 26 Seiten bis zu 120. Das Schöne bei der Fotobuchsoftware ist, dass sie immer die volle Kostenkontrolle haben. Das heißt, sie sehen immer, was sie für einen Aufpreis haben, wenn sie das ein oder andere zubuchen. Und unten rechts haben sie immer die Gesamtsumme. So, wenn wir all diese Sachen eingestellt haben, kommen wir auch schon zur Gestaltung. Wir haben hier links einmal das PC-Verzeichnis, also die ganzen Ordner, die auf Ihrem Computer sind. Hier in der Mitte haben wir das virtuelle Fotobuch und unten sehen Sie die ganzen Seiten. Auf die anderen Sachen, also hier rechts und hier oben, die ganzen Symbole, auf die kommen wir in den nächsten Videos. Die einfachste Art, ein Foto in das Fotobuch zu kriegen, ist, das einfach reinzuschieben. Wir klicken auf das Bild, halten die linke Maustaste gedrückt und schieben es einfach rein, lassen los und schon ist das Bild in dem Fotobuch drinnen. Man kann das jetzt so positionieren, wie man möchte, also mittig zum Beispiel, rechts, links, also man ist da komplett frei, wie man das platzieren möchte. Die zweite Möglichkeit ist, mit Layouts zu arbeiten. Und zwar ist es hier der Punkt, der auch gleich schon offen ist, Layouts. Hier gibt es verschiedene Kategorien, zum Beispiel Baby, Arounder, Hochzeit, Kids, religiöse Feste oder einfach die schlichten Layouts. So. Diese werden dann auch nochmal in Kategorien unterteilt, wie zum Beispiel große Spalten mit Rand oder kleine Spalten mit Rand, je nachdem. Wähle ich jetzt einfach mal eins aus. So, und hier sieht man auch schon die Übersicht von den jeweiligen Layouts. Hier kann man sich einfach eins aussuchen. Ich wähle zum Beispiel das hier aus. Da hält man die linke Maustaste ebenfalls gedrückt, zieht es rein, lässt los und schon habe ich, wie gesagt, ein Layout. Hier sieht man diese grauen Boxen, das sind sogenannte Objektboxen und in diese kann ich jetzt einfach meine Bilder reinziehen. Und schon habe ich eine fertig gestaltete Seite. Eine einfachere Art mit Layouts zu arbeiten ist das Auto-Layout. Das kann ich hier oben aktivieren und kann jetzt einfach all die Bilder, die ich auf dieser Seite haben möchte, reinschieben. Sagen wir jetzt mal diese vier Bilder möchte ich auf dieser Seite haben. Und jetzt kann ich hier rechts ein passendes Layout dazu auswählen. Und schon sind meine Bilder schön angeordnet. Wenn Sie ein Foto löschen möchten, klicken Sie auf das Bild, sodass sich wieder die Leiste öffnet und klicken hier oben rechts auf den Mülleimer und schon ist das Bild weg. Sobald ich auf ein Bild draufklicke, erscheint eine Leiste mit den wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten. Der erste Punkt heißt Allgemein. Hier kann ich ein paar allgemeine Sachen einstellen, wie zum Beispiel den Bildausschnitt vergrößern und verkleinern. In diesem Fall ist der Mann auf dem Bild ziemlich weit entfernt. Ich möchte ihn näher ranholen. Deswegen klicke ich auf die Lupe mit dem Plus, um den Bildausschnitt zu vergrößern. So. So, und schon sieht man, wie man den Mann ein bisschen näher ranholen kann. Da aber immer in die Mitte gezoomt wird, ist der Mann jetzt abgeschnitten. Und durch den nächsten Punkt, Bildausschnitt verschieben, kann ich ihn zentrieren. So, die nächsten Punkte sind Bildausschnitt um 90 Grad rotieren, Bild zuschneiden, horizontal spiegeln, vertikal spiegeln. Genau. Ich kann das Bild hier auch gleich als Hintergrundbild einstellen. Aber zu den Hintergründen kommen wir noch in den nächsten Videos, genauso wie zur Bildverbesserung. Der zweite Punkt ist der Punkt Position. Ich kann das Bild verschieben, indem ich einfach das Bild gedrückt halte
und verschiebe, wie ich es möchte. Man kann aber hier nochmal die genaue Größe des Bilds einstellen, ja. Zum Beispiel 20 mal 15. Hier ist mein Bild eben exakt 15 mal 20 groß. Außerdem kann ich hier die Rotation einstellen, um das Bild zu neigen. Hier kann ich ebenfalls die Bilder ausrichten, also zum Beispiel zentrieren, rechts oder links positionieren. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wir klicken wieder auf das Foto. Dann öffnet sich die Leiste. Und unter dem ersten Punkt, allgemein, kann ich die Bildverbesserung einschalten. Diese kann man eben nur für das aktuelle Bild aktivieren oder grundsätzlich immer aktivieren. Bei der Bildverbesserung werden einfach ein paar Sachen korrigiert, wie der Kontrast, die Helligkeit und so weiter. Das kann man ruhig immer gern aktivieren, außer wenn Sie das Bild vorher in einem externen Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet haben, dann lieber deaktiviert lassen. Wenn man das Foto aber selber ein bisschen bearbeiten möchte, kann man auf den dritten Punkt gehen, das ist Farbkorrekturen. Und da kann man eben so ein bisschen selber die Helligkeit einstellen, den Kontrast, die Sättigung und den Farbton wählen. Man könnte hier auch das Bild einfärben, also einen bestimmten Ton geben. Einen Zufallsfilter benutzen. Oder, wenn man sich da ein bisschen vertan hat, das Ganze auch einfach zurücksetzen. Dafür klicke ich wieder auf das Foto, bis die Leiste erscheint. Das wäre dann einmal hier der vierte Punkt, wenn man einen Schatten machen möchte. Dafür muss man den erstmal hier aktivieren. Und schon sieht man, wie um das Bild ein Schatten gesetzt wird. Hier kann ich die Farbe auswählen, hier zum Beispiel das klassische Schwarz oder natürlich auch eine andere Farbe. Den Winkel einstellt. Das Ganze ein bisschen weich zeichnet. Die Deckkraft verändert. Oder den Abstand einstellt. So wirkt mein Bild einfach schön dreidimensional. Der fünfte Punkt sind die Rahmen. Also man kann dem Bild auch einen Rahmen geben. Diesen kann man eben hier auswählen. Also der kann eben klassisch sein oder abgerundet oder auch rund. Ich wähle jetzt hier mal den Standardrahmen aus. Dem kann man eine bestimmte Dicke geben, je nachdem wie dick der eben sein soll. Eine Rahmenfarbe ebenfalls, eben das klassische Schwarz oder natürlich auch etwas Buntes, die Rahmendeckkraft oder den Radius, falls man die Ecken abrunden möchte. Bei dem sechsten Punkt, der Punkt Maske, kann man dem Bild zum Beispiel eine Herzform geben oder Sternform oder das Bild am Rand ein bisschen verblassen lassen. Man kann natürlich auch mit anderen Hintergrundfarben arbeiten. Das Ganze kann man bei dem dritten Punkt, hier rechts oben, Hintergrund. Dieser ist durch verschiedene Punkte unterteilt. Beispiele, Farbe, Verlauf, Muster und Bild. Man kann dem Fotobuch einen Farbton geben, nach Wahl. Hier sind ein paar Beispiele mit drinnen. Man kann sich hier auch eine bestimmte Farbe raussuchen. Ein super Geheimtipp ist, mit der Pipette zu arbeiten. Diese findet man hier neben der Farbauswahl. Sobald man auf diese draufklickt, ist sie aktiv. Dann kann man in seinem Bild einen bestimmten Farbton auswählen. Ich nehme zum Beispiel hier so ein Grün. Einmal draufklicken und schon hat der Hintergrund den exakt selben Ton aus dem Foto. Das kann man immer wieder ausprobieren. Dafür klickt man einfach nochmal auf die Pipette und wählt einfach einen anderen Ton aus. Jetzt kann ich mal zum Beispiel den Rosaton ausprobieren. So.
Der nächste Punkt ist Verlauf. Hier kann ich einen bestimmten Verlauf auswählen. Also man sieht von hell nach dunkel zum Beispiel oder von einem Farbton in den anderen. Und ich kann hier natürlich auch selber wählen. Ich mache jetzt mal ein etwas extremeres Beispiel, damit man es gut sieht. Kann man hier die Rotation einstellen. Also es muss nicht immer von rechts nach links gehen, sondern kann auch von oben nach unten zum Beispiel gehen. So. Und man kann natürlich auch mit der Pipette arbeiten. Zum Beispiel hier einmal bei Farbe 1 einen etwas dunkleren Grünton auswählen und bei Farbe 2 einen etwas helleren Ton. Der nächste Punkt ist Muster. Hier sieht man ein paar Beispiele. Da muss man sich einfach mal ein bisschen durchklicken, ein bisschen schauen, was es gibt. Oder man wählt sein eigenes Bild. Dafür geht man in die Galerie, wählt ein Bild aus, rechte Maustaste, Bild als Hintergrundbild einfügen. So, und schon habe ich mein eigenes Bild als Hintergrund. Bei Mustern und bei einem eigenen Foto sollte man die Deckkraft immer ein bisschen runterregeln. Das ist hier oben rechts. Statt 100% machen wir hier zum Beispiel so 40%. Und schon hebt sich das eigene Bild hervor und das Hintergrundbild stört nicht. Hier oben der Punkt Cliparts. Da klicke ich drauf. Hier sind die ganzen Cliparts, das sind so Art Sticker. Es gibt insgesamt weit über 1000 von diesen Cliparts. Sie sind gegliedert in Kategorien, Flaggen, Essen, Tiere, Feiertage und viele andere. Je nach Thema kann man sich hier das perfekte Clipart raussuchen. Man kann auch Ornamente verwenden. Zum Beispiel hier können auch sehr schön sein, nur als Beispiel. Beispiel sowas. Ne? Sobald ich das Clipart anklicke, erscheint ebenfalls so eine Leiste mit allgemeinen Einstellungen, wie zum Beispiel die Deckkraft oder die Spiegelung. Position kann ich ebenfalls wie beim Bild zum Beispiel eine bestimmte Größe einstellen oder das Clipart auch rotieren. Bei Farbkorrekturen kann ich ebenfalls die Helligkeit zum Beispiel einstellen, den Kontrast und ebenfalls dieselben Einstellungen wie auch beim Foto. Und ich kann dem Clipart auch einen Schatten hinzufügen, indem ich das hier aktiviere. Und schon hat mein Clipart einen Schatten, bei dem ich ebenfalls eine beliebige Farbe auswählen kann, den Winkel einstellen kann, den Schatten weich zeichnen kann, die Deckkraft oder den Abstand verändern kann. Und zwar haben Sie hier unten die Leiste mit den ganzen Seiten. Sie haben hier auch immer eine kleine Übersicht, was auf der jeweiligen Doppelseite drauf ist. Wenn Sie eine neue Seite hinzufügen möchten, können Sie einfach hier auf Seite hinzufügen klicken und schon erscheint eine neue Seite. Wenn Sie diese Seite wieder löschen möchten, können Sie entweder hier unten auf den Mülleimer klicken oder hier auf Seite löschen. Und schon wird eben die angewählte Seite gelöscht. Falls Sie Seiten untereinander austauschen möchten, machen Sie das, indem Sie eine Seite anklicken, gedrückt halten und einfach in eine andere Position schieben. So. Also Sie müssen Ihr Projekt natürlich nicht am selben Tag fertigstellen. Sie können das ganz einfach abspeichern, hier oben bei der Diskette. Dann geben Sie dem Projekt einen Namen. Speichern das Ganze ab. So. Dann können Sie die Fotobuchsoftware schließen und an einem beliebigen Zeitpunkt wieder öffnen. Haben Sie hier unten die Funktion Projekte.
Sobald Sie hier draufklicken, sehen Sie all Ihre Projekte, die Sie abgespeichert haben oder bestellt haben. Und hier oben ist das zuletzt gespeicherte Projekt. Da kann ich jetzt einfach draufklicken und schon wird das Projekt geöffnet. Falls Sie Ihr Projekt aber trotzdem noch extern sichern möchten, auf einer Speicherkarte, USB-Stick, CD und so weiter, können Sie das unter diesem Punkt hier oben machen, Projekte exportieren. Ihren USB-Stick zum Beispiel auswählen und das Projekt einfach speichern. Wenn Sie ein gespeichertes Projekt in der Fotobuchsoftware wieder öffnen möchten, klicken Sie hier unten auf Projekte und tun hier oben ein Projekt importieren, wählen wieder Ihr Medium aus, wählen die Datei aus und öffnen das Ganze. Also wenn Sie am Anfang doch das falsche Cover ausgewählt haben, können Sie das hier oben bei dem Punkt Artikel nochmal verändern. Ne, Sie können jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt doch lieber einen matten Umschlag statt einen glänzenden und so weiter. Falls Sie sagen, okay, die Größe gefällt mir nicht mehr, ich möchte eine andere Größe bestellen oder Sie möchten für jemanden zum Beispiel ein kleineres Büchlein nochmal bestellen, können Sie das Ganze hier bei Artikel umwandeln machen. Da sollten Sie das nochmal speichern. So, einen Schritt zurück. Und Sie können hier zum Beispiel sagen, ich möchte das Fotobuch diesmal als Softcoverbuch in dem Format 13x10 machen. Auswählen und schon wird das ganze Fotobuch in ein kleineres Format übertragen. Das neue Format muss nicht im selben Seitenverhältnis sein wie das vorherige Buch. Man sollte das aber nochmal alles genau durchschauen, da sich natürlich trotzdem alles so ein bisschen verschieben kann. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn hier alle Seiten befüllt sind, klicke ich hier unten rechts auf Artikel in den Warenkorb legen. Dann erscheint hier nochmal eine Übersicht ohne die ganzen störenden Linien. Das heißt, ich kann hier in Ruhe nochmal mein Fotobuch durchschauen und kann hier im Notfall noch ein paar Sachen verändern. Wenn ich das Ganze in Ordnung finde, klicke ich nochmal auf Artikel in den Warenkorb legen und speichere das Ganze nochmal ab. So, dann erscheint hier mein Warenkorb. Hier sind die ganzen Sachen drin, die ich bestelle. Ich kann hier die Anzahl verändern, falls ich mehr als ein Buch brauche. Und ich sehe hier nochmal die ganzen Daten. Wenn soweit alles stimmt, kann ich auf Weiter klicken und meine Daten einfüllen und die Lieferadresse wählen. Man kann das Fotobuch entweder in einer unserer Filialen in Pforzheim, in Stuttgart oder in Leonberg abholen oder zu sich direkt nach Hause verschicken. Am Ende haben Sie nochmal die ganze Übersicht der ganzen ausgewählten Daten. Dann bestätigt man noch einmal die AGBs und klickt auf Jetzt kaufen. Das Fotobuch wird dann produziert. Sie kriegen dann eine Bestätigung, dass es verschickt wurde. Genau, das waren so die Basics der Fotobuchgestaltung. Falls Sie noch Fragen haben sollten, wir bieten in jeder Filiale Fotobuch-Sprechstunden an oder auch regelmäßig Fotobuch-Workshops. Außerdem können Sie uns natürlich zu unseren Öffnungszeiten telefonisch, per E-Mail oder auch persönlich erreichen. Genau, alle Fotobuchtermine finden Sie online auf unserer Homepage. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß bei der Fotobuchgestaltung und bis bald.